Mein Name ist Andrea Del Polito, bin Betriebsleiter der Tedens GmbH und möchte Sie gerne zu einer Führung durch unsere Werkstatt einladen. Kommen Sie mal mit. Hier befinden wir uns in unserer Kundenannahme. Hier wird mit dem Kunden der Reparaturablauf besprochen und gegebenenfalls ein Leihwagen rausgegeben. Wenn der Kunde alles unterschrieben hat, wird er von einem Mitarbeiter zum Fahrzeug begleitet, um den Schaden aufzunehmen. Hier beginnt der wichtigste Teil unseres Prozesses. Die Station hier ist besonders wichtig, weil sie die Basis für den weiteren Prozessablauf ist. Hier wird entschieden, ob das Fahrzeug in die Karosserie oder in den Lean Production Bereich mit den Multi-Arbeitsplätzen gesteuert wird. Bevor dies aber geschehen kann, muss zuallererst der Schaden aufgenommen werden. Hierzu kann in unserer Direktannahme das Fahrzeug auf die Hebebühne gefahren werden, sodass Schäden noch einfacher und genauer betrachtet werden können. Nach Abschluss der Schadenaufnahme werden Fotos der Schadenstelle aufgenommen und diese direkt über WLAN in den Auftrag eingespielt. Der Mitarbeiter muss dann nur noch die besten Bilder auswählen und kann sofort mit der Kalkulation am Rechner beginnen. Neben dem Farbcode im Auto kann der Mitarbeiter auch auf ein Farbtonmessgerät zugreifen bzw. sich mit Hilfe der Farbtonpasspillen und der Tageslichtlampe die beste Farbtonvariante heraussuchen. Der ausgelesene Farbton wird dann in unserem Rechner in der Direktannahme eingespielt und in den Daisyville-Rechner übertragen. Somit ist es uns möglich, alle am Tag ausgelesenen Farbtöne direkt von der Daisyville auch mischen zu lassen. Somit steht jedem Lackierer zum Zeitpunkt der Lackierung der Basiston bereit. Zu beachten ist, dass bei der Farbtonanalyse mit Hilfe des Messgerätes auf die richtigen Parameter Wert gelegt wird. Alle Informationen, insbesondere Farbton und in welchem Bereich die Fahrzeuge gesteuert werden, werden direkt auf dem Werkstattauftrag vermerkt. Nachdem bei der Schadensaufnahme festgelegt worden ist, in welchem Bereich der Schaden repariert werden soll, wie in diesem Fall im Lean Production Bereich, werden die Fahrzeuge auf eine mobile Bühne gestellt und per Transmobil auf den jeweiligen Arbeitsplatz gefahren. Auf der rechten Seite sehen Sie unsere Montageplätze, wo die Fahrzeuge de- und montiert werden. Die Demontage, wenn die erfolgt ist, werden die Fahrzeuge gegenüber in die Multifunktionsboxen transportiert, um dort bearbeitet zu werden. Einzelteile, die abgebaut werden, werden in einem separaten Bereich weiter bearbeitet. Dazu kommen wir aber später. Jetzt würde ich Ihnen gerne mal die Multifunktionsboxen zeigen. Unsere Multifunktionsboxen sind so ausgestattet, dass man von der Vorarbeit bis hin zum Lackieren und zum Finish alles bearbeiten kann. Die Boxen sind so ausgestattet, dass der Mitarbeiter wirklich alle Materialien und Werkzeuge sofort am Mann hat. Wie wir hier sehen, schafft es auch ein Mann alleine, die Folie übers Auto zu ziehen. Wir haben also keine Ständer im Weg. Wie Sie sehen, sind unsere Folienabroller und Papierabroller an den Wänden fest montiert. Dies macht es möglich, dass auch nur ein Mitarbeiter das Fahrzeug abdecken kann. Für den nächsten Arbeitsprozess würde ich gerne mit Ihnen in die nächste Box gehen. In dieser Box sehen wir den Spachtelprozess, der es auch ermöglicht, da das Material auch hier am Mann ist. Auch in dieser Box kann der Mitarbeiter auf das komplette Produktsortiment zurückgreifen. In jeder Box sind alle Arbeitsschritte dokumentiert und standardisiert. Nach dem Spachtelauftragen kann der Spachtel mit dem IRT-Strahler getrocknet werden. In dieser Zeit macht der Mitarbeiter seine Pause. Hier ist der Mitarbeiter schon einen Schritt weiter. Die Schadenstelle ist zum Füllern vorbereitet und der Lackierer ist wahrscheinlich schon im Mischraum sich den Füller anmachen. Um kurze Arbeitswege zu haben, haben wir uns für einen mittleren Mischraum entschieden. Hier in unserem Mischraum, wie wir sehen, haben wir auch schon die Farben vorgearbeitet für die Lackierer, die die Fahrzeuge in den Boxen lackieren müssen. In dem Farbmischraum, wie man sieht, können wir Füller und Klarlack anmischen. Alles per Waage und um einen sicheren Prozess zu haben, werden die Farben auch in unserem Rotogen gerührt.
Da alle unsere Multifunktionsarbeitsplätze mit einer Diagonalabsaugung ausgestattet sind, ist es uns möglich, in den Boxen auch zu lackieren. Nicht nur Kleinstschäden, sondern auch Schäden bis zu 2 Bauteilen. Ich zeige Ihnen einmal, wie sowas aussieht. Die nächste Box, die Sie jetzt sehen werden, ist ein bisschen spezieller. Sie ist etwas größer gebaut für sogenannte SUVs oder etwas größeren Fahrzeuge. Hier ist auch ein IRT-Strahler auf Schienensystem verbaut. Hier sehen wir ein lackiertes Bauteil, was der Mitarbeiter auch, sobald es abgekühlt ist, sofort finishen kann. Wir befinden uns hier jetzt im Kabinenbereich. Hier links sehen Sie die Wartezone für Fahrzeuge, die in der Kabine lackiert werden, die größeren Schäden. Bei dem Fahrzeug kommen jetzt noch dazu, dass 2 Bauteile mitlackiert werden müssen. Die werden bei uns separat in einem Prozess bearbeitet. Dies hat den Vorteil, dass wir in den Bereichen, wo bei uns Fahrzeuge rangiert werden müssen, keine Ständer mehr rumstehen haben und den Prozess bei den Fahrzeuginstandsetzungen nicht gestört wird. Hier zu meiner Rechten sehen Sie unseren Stellplatz für Fahrzeugteile, wo die Lackierer, die dafür zuständig sind, die Einzelteile zu bearbeiten, sich die Arbeit wegholen können. Jetzt würde ich Ihnen gerne den Prozess einmal näher bringen. Hinter mir sehen Sie unsere große Kabine. Im vorderen Bereich können die Mitarbeiter die Stoßstangen vorbereiten, die dann zum Füllern in den hinteren Bereich weitergeführt werden. In der Zeit, wo auch hinten gefüllert wird, können immer wieder 1, 2 Mitarbeiter im vorderen Bereich weiter Teile vorbereiten. Hier befinden wir uns im hinteren Füllerbereich. Hier werden alle Einzelteile, die vorbereitet worden sind, gefüllert und im Wartebereich abgestellt. Hier sehen Sie den Stellplatz für unsere lackierfertigen Bauteile. Durch die Nähe zur Kabine haben wir auch hier sehr kurze Arbeitswege. Da in unserem neuen Prozess die Fahrzeuge voll abgedeckt und gereinigt auf den mobilen Bühnen in der Wartezone bereitstehen und via Transmobil in die Kabine geführt werden können, ist ein schneller Kabinenwechsel gewährleistet. Der Lackierer kann sich aus dem hinteren Bereich die dazugehörigen Bauteile hinzunehmen. Für die Lackierungen unserer großen Schäden haben wir uns für eine Kombikabine entschieden. Mit einer Grundfläche von 43 Quadratmetern und einem Luftvolumen von 55 Kubik können wir Fahrzeuge und Bauteile in höchster Qualität lackieren. Durch dieses Lackieranlagenkonzept haben sich unsere Finisharbeiten um 70% reduziert. Wir befinden uns jetzt hier in unserer Lackieranlage. Hier braucht der Lackierer die gereinigten Teile nur noch entstauben. Von hier aus hat er auch einen sehr kurzen Weg in den zentralen Mischraum. Hier ist das Schöne, dass wir von beiden Seiten den Mischraum betreten können. Von der Lackierkabine und von dem Füllerbereich. Auf der linken Seite sehen wir den Anmischtisch für den Füllerbereich und auf der rechten Seite den Anmischtisch
für den Decklackbereich. Auch hier werden alle Produkte auf der Waage ausgewogen. Und um auch hier eine hundertprozentige Prozesssicherheit zu haben, werden die Farben über den Rotogen automatisch gemischt. Nun befinden wir uns in unserem Herzstück. Hier sehen Sie unsere vollautomatische Mischmaschine, die uns ermöglicht, auch in geringen Mengen einen perfekten Farbton auszuwählen. Wie einst erzählt, werden die Farbtöne bei uns bei Schadenaufnahme schon festgelegt. Diese werden über den Computer freigeschaltet und können vollautomatisch gemischt werden. Somit steht dem Lackierer der Farbton für den nächsten Auftrag bereit. Jetzt kommen wir zu noch einem Highlight in unserem Hause, Easy Store. Mit dem Lagermanagementsystem Easy Store konnten wir unsere Lagerfläche um 70% reduzieren. Ich lade Sie herzlich zu einer 360-Grad-Tour in unser Lager ein. Kommen Sie mal mit! Wie Sie sehen, sehen Sie nicht viel. Das liegt daran, dass man über Easy Store einen Warenstock einrichten kann. Wenn ein Mitarbeiter ein Material entnimmt, wird es gescannt und automatisch an den Lieferanten gesendet. Wird die Bestellung ausgelöst und die Ware wird geliefert, wird dieses Material wieder eingescannt und somit ist der angegebene Warenstock immer vorhanden. Ein digitales Lagersystem macht uns das Leben viel, viel leichter.